Frau Präsidentin, Damen und Herren Abgeordnete. Also es ist ja schon erstaunlich, was da in so einen eigentlich ja harmlosen Antrag alles so hineininterpretiert wird. Und das Wirken Blüchers allen Ernstes in Verbindung zu bringen mit dem deutschen Überfall auf Polen am 1. September 1939, das ist ja eine Absurdität, überhaupt nicht mehr zu übertreffen. Gott sei Dank sind die Polen, haben die Polen in Bezug auf das deutsche Erbe, das ja im Nachgang des letzten Weltkrieges auch ihres geworden ist, pflegen die damit einen anderen Umgang. Man kann insgesamt dankbar sein, wie die Polen in den Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg ehemals deutsche Städte wiederhergestellt haben, deutsche Baudenkmäler wieder restauriert haben. Und ich kann da nicht drin erkennen, dass es auf Seiten der Polen irgendwelche Ressentiments gegenüber den Deutschen und der gemeinsamen Geschichte an der Stelle auch gibt. Und wenn das so wäre, dann ist es sicher nicht Aufgabe irgendwelcher Abgeordneten hier für die Polen zu entscheiden, ob sie eine Sanierung des Blücher-Mausoleums gut finden oder nicht. Da kann man die Polen auch selbst dann im Zuge einer solchen Initiative befragen. Und ich bin mir absolut sicher, dass auf polnischer Seite überhaupt kein Problem damit bestünde, weil die Polen trotz allem, was sie erlitten haben, einen ganz anderen, ich möchte fast sagen, entspannteren Umgang mit der Geschichte haben, als hier in Deutschland das der Fall ist. Aus allem, was hier bisher vorgetragen wurde, kann ich nur wieder erkennen, ein Ausdruck des Selbsthasses der herrschenden Eliten auf das eigene Volk, die eigene Nation und auf die gesamte deutsche Geschichte, ausgenommen jene 12 Jahre, die ja hier nun auch wieder völlig zusammenhanglos ins Spiel gebracht wurden. Also in dieser Hinsicht und jetzt, was das mit Sachsen soll, kann ich auch nicht ganz erkennen. Blücher ist ja schließlich ein Sohn Mecklenburgs, ein Sohn Rostocks, wahrscheinlich der größte Sohn Rostocks und nicht irgendwie gebürtiger Sachse. Und ich denke schon, es würde auch der deutsch-polnischen Freundschaft gut tun, hier ein gemeinsames Projekt mit Leben zu erfüllen. Übrigens, werte Kollegen von der Fraktion Die Linke, ehemals SED, also als Sie noch die SED waren, waren Sie irgendwie klüger auf dem Gebiet, denn es gab ja in der DDR eine Blücher-Medaille, die allerdings nie verliehen wurde, weil die hätte es gegeben im Kriegseinsatz, zu dem es Gott sei Dank nicht gekommen ist. Aber in der DDR hat man die Person Blücher ganz offensichtlich auch etwas anders bewertet als Sie heute. Danke.